Klein von Lost Place hier. Wir sind heute in einer alten Schule und wir starten die ganze Besichtigung direkt mal in der Turnhalle. Wie man jetzt vielleicht hinter mir sieht, ist die Turnhalle. Und ja, ihr werdet die ersten Bilder wahrscheinlich schon gerade unter anderem von da oben gesehen haben. Und wir schauen jetzt mal auf dem unter anderem hier so viel schwarzes Zeug auf dem Boden liegt. Was halt auffällt, ist, dass sowohl an der Decke als auch auf dem Boden Ruß liegt. Und wenn man den mal wegmacht, so wie hier, kommt mal der gute alte Hallen zum Vorschein. Und zwar tatsächlich relativ sauber. Das ist sehr, sehr nice. Ich vermute einfach, es hat auf dem Dachboden gebrannt. So sieht das Ganze nämlich aus und ist das halt alles runtergekommen. Sonst, was haben wir hier noch groß in der Turnhalle drinne? Irgendeine Bank, die wahrscheinlich mal an der Seite stand. So Sprossenwände zum Hochklettern und ja, keine Ahnung, wie das ist. Da ist man auf jeden Fall so wie so ein Äffchen halt hochgegangen. Ich werde das jetzt sicher nicht machen, weil erstens ist das nicht mehr fest und zweitens weiß ich nicht, ob ich das hinkriegen würde. Und da hat man eigentlich Seile eingehängt, wenn ich mich nicht komplett irre. Ich frage mich allerdings noch, wo die Leute sich umgezogen haben. Entweder in den Räumen drüber oder hier war eine Umkleide, dann fehlt mir aber eine Tür auf jeden Fall. Und hier war die andere Umkleide. Das würde ich jetzt mal vermuten. Und dann schauen wir mal weiter, was wir noch so alles finden. Wir gehen auf jeden Fall jetzt erstmal hoch und schauen, was wir noch so Schönes im oberen Stockwerk entdecken. Weil ich denke, wir werden von oben mal irgendwie nach unten durchgehen. Keine Ahnung, genau, das ganze Gebäude ist einfach sehr, sehr groß. So, dann schauen wir noch mal, was diese alten Klassenräume so zu bieten haben. Das schaut für mich allerdings jetzt nicht zwangsweise nach einem Klassenraum, sondern eher nach einem Büroraum aus. Und wir schauen mal, was wir so Schönes entdecken können, wenn wir hier hochgehen. Das wäre nämlich auch noch eine Option. Ich vermute, ja genau, wir kommen auf den Dachboden. Da sollten wir aber ein bisschen aufpassen, weil, wie wir in der Turnhalle gesehen haben, das Dach hat teilweise gebrannt. So, wir gehen da jetzt auch mal nicht groß höher als hier. Genau, hinten ist die Turnhalle und in die andere Richtung geht die andere Richtung der Schule. So viel dazu. Man sieht halt, ist ein Holzdach, ne? Was auch sonst. So, und wenn wir diesen Gang jetzt weitergehen, gucken wir mal in der Hoffnung, dass wir ein richtiges Klassenzimmer finden. Hier ist Raum 120. Das sieht schon eher nach einem Klassenzimmer aus, wobei das relativ klein ist, finde ich. Also ich hätte jetzt tatsächlich erwartet, dass die Klassenzimmer ein bisschen größer sind. Vielleicht waren die auch irgendwie zweigeteilt, weil der Raum ist nochmal kleiner. Allerdings sind hier auffällig viele Steckdosen. Vielleicht finden wir noch heraus, was das hier auf sich hat. Wir schauen auf jeden Fall jetzt erstmal nochmal, was sonst so noch hier zu finden ist. Vielleicht haben wir beim nächsten Raum mehr Glück und wir haben hier ein bisschen mehr Klassenraum. Wobei ich sagen muss, das sieht doch schon mal ganz gut aus. Hier an der Seite würde ich jetzt mal vermuten, irgendwelche Pinnwände. Und da die Tafel vielleicht. Wenn hier vorne das Waschbecken war und hier eine Tafel und die Schüler alle hier saßen, könnte das ja ungefähr hinkommen. Was mir jetzt noch auffällt, ist, wir haben einmal da einen Lautsprecher und ja, da hinten noch eine Klingel. Also Klingel wahrscheinlich zum Stundenende und der Lautsprecher für Durchsagen. Wir gehen jetzt mal hier durch eine immerhin Brandschutztür. Das fällt schon mal auf und kommen in einen sehr, sehr coolen Gang. Mal schauen, wo es hier so alles hingeht. So, hier sehen wir da erstmal irgendwelche Vitrinenräume. Was ich ein bisschen schade finde, ist, hier hat es scheinbar gebrannt und alles, was da drin war, ist dementsprechend nicht mehr vorhanden. Wir schauen mal, was sich hier für ein Raum verbirgt. Das sieht doch nach einem Klassenzimmer aus. Das ist aber deutlich größer als die anderen. Da wieder die Tafel. Und hier haben die schon irgendwas rausgerissen. Also ich weiß nicht, warum die am Boden schon rausgerissen haben. Und an der Decke fällt halt teilweise auf, dass die echt nicht mehr die beste ist. Ich würde fast vermuten, wir sind hier irgendwie bei den Naturwissenschaften. Weil dann könnte man da Kittel mit einer Nummer aufhängen und sonst irgendwas in den Schränken verstauen. Nur mir fehlt so eine Art Chemieraum, weil das hier ist ja wohl nicht für die Schüler gewesen. Dann war hier logischerweise der nächste Klassenraum.
Also irgendwie ist das merkwürdig, weil da so viel Platz zwischen ist. Und hier gegenüber haben wir jetzt die Toiletten. Geht man jetzt weiter diesen Gang, kommt man in ein zweites Treppenhaus. Und vor allem ist hier ein sehr, sehr merkwürdiger Raum. Ich würde vermuten, es geht fast irgendwas in die Richtung Lehrerzimmer, weil das war ja wahrscheinlich jetzt kein Klassenraum. Also ist auch sehr, sehr ungünstig von der Aufteilung her mit der Tür, würde ich fast sagen. Da sich das Weitere des Gangs jetzt nicht großartig von der Schönheit bemerkbar macht, gehen wir mal hoch und schauen, was wir hier noch so alles Schönes finden. Und scheinbar hatte ich gar nicht so falsch vermutet, denn hier sind wir im Lehrerzimmer 2. Hier ist aber links und rechts irgendwie komisch wenig Platz. Und ja, schön ist es auf jeden Fall. Nur für Fächer ist das relativ klein, würde ich behaupten. Und von den wechselnden Farben der Klassenräume erinnert es mich ja fast ein bisschen an die Waldorfschule, muss ich ja ehrlicherweise sagen. Hier jetzt in einen Verwaltungstrakt mit natürlich einem dekadenten Badezimmer mit Badewanne und einigen Verwaltungsräumen. So, und dann gehen wir doch mal in den Keller. Ich meine, nachdem wir jetzt da oben lange noch rumgeeiert sind, können wir jetzt ja mal uns hier schön Richtung den alten Gewölbekeller machen. Es könnte auch ein Weinkeller sein. Es riecht mal wieder fantastisch nach Lost Place. Oh, wie ich diesen Geruch liebe. Sieht aber eher nach Heizungskeller aus, wenn ich mir das hier so anschaue, als wenn da sonst irgendwas Relevantes drin gewesen wäre. Hier zur Straße raus ist es natürlich hell, weil da ein bisschen Licht reinkommt. Aber sonst, gut, was ist hier groß? Irgendwelche alten Armaturen. Und das war's halt dann auch. Schade, ich hatte mich jetzt auf einen bisschen größeren Keller gefreut. Aber das war wohl nix. Was ich jetzt noch ein bisschen merkwürdig finde, ist, dass hier so ein Netz gespannt ist, weil eigentlich kann man das ja aus Gefängnissen, dass keiner darunter springt und stirbt. Aber wir gehen einfach mal jetzt hier die Treppe weiter runter und schauen, was uns noch hier so Schönes auffällt. Ich glaube nicht, dass das irgendwie eine Schule war, die bis zum Abitur ging. Bei mir persönlich fehlen so Räume wie Naturwissenschaftsräume. Kann auch sein, dass die jetzt hier im ersten Stock sind, wo ich gerade rumgurke. Aber ich habe die bis jetzt halt nicht gesehen und das ist ein bisschen verwunderlich. Wir gucken jetzt gerade erstmal nochmal in den anderen Keller rein. Vielleicht werden wir hier weniger enttäuscht. Das wäre natürlich eine schöne Sache. Schaut schon mal besser aus. Aber ich habe auch keine Ahnung, was wie wo. Das ist wieder nur Heizung. Schade, ich dachte, hier wurden eigentlich die kleinen Kinder geprügelt. Okay, Spaß beiseite, das ist eigentlich nicht so witzig. Ja. Aber scheinbar kann man hier. Ah ja, ich weiß, wo wir sind. Da runter geht's zur Turnhalle. Da brauchen wir jetzt aber nicht wieder hingehen, weil da waren wir ja schon. Dementsprechend haben wir da nicht so viel von. Hier sind noch irgendwelche kleinen Toiletten für die Lehrer. Würde ich jetzt mal vermuten. Das war's dann aber auch. Ja, dementsprechend gehen wir wieder hoch und schauen noch den Rest von dem Gebäude. So, dann gucken wir noch mal, was wir noch finden. Kleiner Spoiler, ich vermute keine Naturwissenschaftsräume, weil es halt aufgebaut ist wie oben drüber. Dementsprechend sind die ganz normale Schulräume. Und ja, ich sehe gerade die anderen, die den Eingang versuchen zu finden. Ich gehe mal ein bisschen aus dem Bild, aber die können wir gleich noch ein bisschen filmen und auslachen, wenn sie nicht reingucken. Aber die sind auf dem richtigen Weg, würde ich mal behaupten. Auch dieser Lost Place bleibt leider nicht vom Vandalismus verschont. Neben Sprayern kam es in der Zeit von Januar bis September zu einem Brand im Dachstuhl der Turnhalle. Zu sehen am Ruß, am Boden und an den Löchern in der Decke. 1822 wurde das Hauptgebäude mit Verwaltung und den Lehrerzimmern erbaut. Zum ursprünglichen Haupttrakt, welcher später Kulturdenkmal wurde, kam noch ein weiterer Trakt mit unter anderem der Turnhalle hinzu. Also da draußen ist jetzt noch eine Person und angeblich noch zwei andere. Ich glaube, die versuchen auch reinzukommen. Wir geben mal einen kleinen Tipp.
Der Eingang ist da runter. Rauskommen jetzt. Oder ich bin. Ach so, ja. Oh, da ist jemand angepisst. Jörg, wir sollten jetzt rausgehen. Die Frau mit dem Hund meinte rauskommen, sonst ich rufe die Polizei. Ach, ich liebe die Leute. Warum finde ich jetzt Jörg nicht? Ach. Schwierig. Jörg? Gut, ich habe es selten benutzt. Es wäre an der Zeit. In der Hoffnung, dass es mitbekommt. Ja, und der Klassiker, ich habe natürlich mal wieder vergessen, das Outro aufzunehmen. Danach muss ich vielleicht noch das ein oder andere erzählen. Möglicherweise sind wir danach natürlich freundlicherweise rausgegangen. Ich dachte eigentlich, also jemand, der das Gelände ein bisschen kann, weiß ungefähr, wovon ich rede. Ich springe noch von so einer Brüstung runter, um nicht am Tor an dieser Frau vorbeizugehen. Das hat leider nicht so geklappt, weil ich dann gesehen habe, so, es wären vielleicht so 5, 6, 7 Meter gewesen, die ich hätte springen müssen, ohne mich irgendwo festhalten zu können. Da hat der gesunde Menschenverstand dann noch gesagt, das sollte ich lieber vielleicht nicht tun. Aber ja, dann bin ich an der guten Frau vorbeigegangen. Der Hund, der war so freundlich, dass er sogar einen Mundschutz tragen musste und aber es war das erste Mal so, dass ich mir gedacht habe, okay, mal schauen erstmal. Die ist jetzt nicht so sympathisch, die Frau. Also ich glaube, ich wäre auch das erste Mal wirklich bereit gewesen, mein Pfefferspray zu benutzen. Ich hatte es in der Hand, in der Jackentasche, das hat die nicht gesehen. Aber es war schon nicht so schön. In dem Sinne würde ich sagen, das war's von einem weiteren kleinen, feinen Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Schluss aus der Platz nach Hause, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, haut rein. Schreibt einen Kommentar noch.